Entweder können sie nicht oder wollen nicht oder beides. Da sind Ideologen am Werke. Viele von denen haben ja nicht mal in der freien Wirtschaft gearbeitet. Die wissen gar nicht, wie man sich nach der Decke strecken muss, um seine Familie über Wasser zu halten. Sorgen wir dafür, dass unsere Kinder und Enkelkinder gut gebildet werden, dass sie gute Jobs bekommen und dass sie dann ein gutes Leben in ihrer Heimat in Deutschland leben können.